Oh, aber ganz viel Kupfer. Wie kommen denn die Schleimviecher hier drauf einmal hin? Haben wir das da nicht zugebaut? Wohl nicht. Ja, oder die sind da gespawnt. Oh. Was ist das für ein Vieh? Dryade. Der verkauft Seed. Ey, das ist geil, dann können wir jetzt die Pilz-Seeds kaufen. Nice. Das ist nice. Leute, wieso sind auf einmal so viel Mutter-Slime, wie Slime mit drin? Mutter-Slime! Keine Ahnung. Hat da irgendjemand was eingerissen oder hat? Nein. Wenn, dann war's Tom. Nein. Sabotage. Ich hab nichts gemacht. Mich trifft keine Chance. Das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Genau. Leute, die wachsen hier wirklich, also es sieht schon nach Pilz aus. Ja, deswegen kam der Dryade ja auch. Yeah. Ja. Weil wir einen Pilz haben. Voll da unter Wasser. Ah. Die Kackschleime, die nerven echt, ey. Nice. Wo wächst da was? Ah doch. Da, der erste Pilz. Warte, dann machen wir weiter. Hast du noch Matte im Inventar? Nö, nicht mehr, leider. Das ist schlecht. Da müssen wir das irgendwie abbauen. Ja, gehen wir nochmal die Pilzfarm hin. Ja, ja, kannst du eben das holen? Ich hole dann mehr Seed. Jo, Moment, ich gucke mal. Wir haben noch Geld, wir haben bestimmt auch noch Geld in den Truhen rumliegen, oder? Ja, müssten wir eigentlich noch. Gut, weil ich hab keins. Lalalala. Aber der Spiegel ist nice auf dir, das ist ziemlich praktisch, wenn ich erkunden gehe. Wie viel kostet das denn? Nee, kann man doch nicht. Also man kann nur diese Eicheln und Gras-Seeds kaufen. Das ist schlecht. Gut, dann gehe ich nochmal eben runter. Eben alles ab. Da ist eine Höhle. Perfekt. So. Einen Moment. Ja, aber der Bosskampf war geil, Mann. Ich will nochmal. Nein. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Ne. Silber! Nein. Doch, hier ist Silber. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch, doch. Okay. Okay. Cool, das funktioniert ja sogar wirklich mit der Pilzfarm. Ist doch praktisch. So. Das ist mein Spiel gerade plötzlich übel schnell abgelaufen. Matt, abbauen. Slime, folgt mir nicht, folgt mir nicht, Mann. Funken sagt mir, wo die nächste Höhle ist. Ja, ich benutze auch gleich den Boomerang. Das ist ziemlich praktisch mit dem Funken, ne? Ja. Problem ist nur, dass hier eine Unterwasserhöhle ist. Nicht wo schlimm. Ich mich hochbuddeln muss. Du hast es doch so mit dem Unterwasseratmen. Ja, ja. Ich hab auch gerade eine riesen Goldader unter Wasser ausgebuddelt. Geht eigentlich relativ gut, indem man einfach Dinge zu uns. Ja, genau. Wir wissen alle, was du meinst. Ja, indem man einfach sich ständig solche Luftblasendinger macht. Du weißt, was ich meine jetzt. Mit Luftblasending. Ja, einfach oben so eine kleine Höhle. Genau. Mit dem neuen Schwert sterben die Monster auch schnell genug, sodass sich das lohnt. Kannst du ja locker im Alleingang machen. Ja,
dem Spiel habe ich da auch Vorteil. Ja, jetzt brauchst du uns nicht mehr. Kannst jetzt alleine weiter Let's Play. Ja, ich brauche euch nicht mehr. Tschüss. Oh. Also, liebe Zuschauer, die Aufnahmen werden in Zukunft ohne Dani und Clemi getätigt. Oh. Weil ich brauche sie nicht mehr. Genau. Eiskalt ausgenutzt. Natürlich. Ich bin Tom94, der Ausnutzer. Der mit dem Anti-Hack. Ey. Ich will mehr Höhlen. Hier gibt's keine anständigen. Clemi, bist du am Abbauen? Ja. Ich renn ständig in die Skelette rein. Da sollte ja noch mehr als genug sein, ne? Ja, das ist echt angenehm viel. Das ist gut. So, ich habe bis jetzt schon 36 Matt. Brauchen trotzdem viel mehr. Hm. Irgendwo eine Höhle hier. Mann, oh Mann. Mama mia. Gib Höhle. Bitte. Ups. So, 69 Matt habe ich jetzt schon. Das klingt schon besser. Ja. 69. Ich habe jetzt auch schon ganze 8. Die ganzen Slimes nicht kommen würde, wäre das auch gar nicht so schlecht. Nee, mir gehen hier ganze Zeit Würmer auf den Sack. Auf den Sack. Ja, der Sack. So, so. Lol, hier wächst schon wieder ein Pilz. Wo? Hier drüben an der alten Pilzung, aber jetzt nicht mehr. Ja, wir haben da ja das ganze blaue Zeug abgebaut. Was eigentlich total der Fehler war. Ja. Halb so wild. Passiert. Ja. Das heißt, hättet ihr das nicht abgebaut, dann hätten wir jetzt zwei Pilzfarmen, oder wie? Korrekt. Ihr seid Bobs. Ja, was heißt zwei? Ja, okay, doch. Das Seed hätten wir so oder so gehabt. Mensch, schämt euch. Tue ich ja. Total. Nicht. Clemi ist 100 Meter über mir, lol. Clemi ist 1000 Meter links von mir. Soll ich kommen und dir helfen, Clemi? Nö, nee, brauchst du nicht. Das geht eigentlich alles gerade eben noch. Okay. Du verlierst gerade schon derbe. So, mir bietet aber keine Hilfe an, ne? Du bist irgendwo anders, wo niemand sein will. Irgendwo, wo die Höhle noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ne, ich lege nicht, auf keinen Fall. Ich lege niemals. Ja, du lagst. Nein. Hier war gerade ein Stein, der sah aus wie ein Penis. Hier ist die Tom, Kiste mit dem Spiegel und da habe ich aufgehört zu erkunden. Ja, ich bin jetzt an meinem alten Erkundungspunkt angekommen und da mache ich jetzt weiter. Der Spiegel war echt verdammt praktisch. Du lagst richtig Clemi, hart. Verstehst du gerade auch so viel wie ich? Ich halt meine Klappe. Lagge ich gerade so heftig, oder? Ey, leck der Server für euch. Glaube ich leck auch, ey. Oh Mann. Ja, liebe Zuschauer, ich lagge wohl offensichtlich. Ich weiß aber nicht, was wir dagegen machen können. Zumindest im Moment. Von daher müssen wir einfach mal hoffen, dass ich bald nicht mehr lagge. Mein Inventar ist voll. Mit Dreck und so weiter. Dann werfe ich mal den ganzen Mist weg, der hier im Inventar rumhängt. Unholy Arrow. Ey, sagt mal, was bringen Unholy Arrows? Mehr Damage. So, so. Also, um es zusammenzufassen, gar nichts. Okay. Ich meine, wenn du unbedingt willst, kannst du ja einen Baum machen, aber
Na, wenn du mir sagst, dass er kacke ist, dann vertraue ich dir an dieser Stelle mal ausnahmsweise. Short Sword. Short Sword, wenn ich bitten darf. Nein, Sword. Nix Sword. Doch, Sword. Nein! Doch. Das hört sich gay an und stimmt auch nicht. Ja, okay. Dann Sword. Hurra! Ich habe dich überzeugt. Total. Sollen wir erstmal die Edelsteine dann behalten jetzt? Ich würde mal sagen, ja, ne? Ja, was willst du denn damit? Irgendwann Lichtschwerter machen. Ja, aber die bringen ja nichts. Die bringen Damage, oder? Ja, ich habe nicht so viel. Bringen andere Schwerter mehr, oder was? Ja, deine Lightbane zum Beispiel. Das bringt vielleicht mehr. Doch dicke. Dann lieber verkaufen dafür, irgendwie Dynamit kaufen, noch irgendwie besser, was weiß ja, ich. Ja, was bringt denn Dynamit? Ja, solltest wissen. Ja, das sprengt so Blöcke weg. Ja, nee. Ja, doch. Wenn du schon so blöd fragst. Ja, aber so yo, ich hab lilanes Zeug gefunden. Was hast du gefunden? Was hast du? Lilanes Zeug. Was? Inwiefern lila? Meinst du so lilane Punkte auf den Steinen? Ja. Das sind Edelsteine. Ja. Nice, nice. So, 213 Mord. Ja, Mut. Irgendwie auch immer. Maden. Ja, Tom, unser Englisch-Experte hier. Lehrer, wenn ich bitten darf. Lehrer. Nein, Experte. Lehrer, ich bringe euch Englisch bei. Okay. Okay. Wahrscheinlich ist es dann auch noch falsch. Genau, woher wisst ihr das? Und weil du Tom bist. Genau. Das erklärt sich von selber. Gutes Argument, muss ich sagen. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch so einen komischen Edelstein nochmal gefunden. Ich hantiere gerade mit Sand rum. Aha. Das ist nicht ganz ungefährlich. Ich arbeite gerade mit ich Sand. Das ist nicht ganz ungefährlich. Klemi-Mosley. Es ist dunkel geworden, dann sind 5 Mutterslime mir entgegen. Mutterslime! Ich kann sehen, wo die hin sind. Ich finde das Wort total geil. Mutterslime. Mal erstmal ein paar Fackeln herstellen. Ich finde hier keine anständigen Höhlen mehr. Oh Gott, wo kann ich mir Fackeln herstellen? Okay, da ist eine weitere Höhle. Fackeln wie? Kannst du mal herstellen. Und wie? Escape. Ja, Escape. Was wollt ihr so alles? Schleim und? Schleim und Holz. Ich habe einmal Wood und Wood-Plattform. Ja. Nee, einfach nur Wood. Ach, Torch. Oh, cool, ich habe eine Truhe gefunden. Was hast du? Geil. Was ist da drin? Wir wissen. 43 Jester Arrows, eine Dynamitstange, 2 Gold, 15 Glas und nochmal 33 normale Pfeile. Also nicht so toll. Kein Item. Nee, kein Item. Oh. Das ist bitter. Aber ich nehme mal die Glasbottles zur Dekoration mit. Okay. Ja, Glasbottles habe ich auch noch einige. Ich könnte theoretisch auch die Kiste direkt abbauen und für oben mitnehmen. So, jetzt baue ich hier alles mit Matt voll. Aber erkunden macht schon Spaß in Terraria, das ist richtig geil. Viel mehr als in Minecraft? Ja, irgendwie ja. Schon. Kannst du viel mehr witzige Sachen finden und auch diese ganzen Special-Items. Das Beste ist der Spiegel. Egal wie sehr ich mich hier verbaue, egal wie weit ich reingehe in die Höhle, ich komme trotzdem locker zum Spawn zurück. Ja, aber das kannst nur du dir erlauben. Ja, das ist für euch unvorteilhaft. Aber nur für euch, und solange es nur für euch unvorteilhaft ist, passt's ja. Na, es ist jetzt schon, ey, ich komm hier nicht mehr raus. Für immer gefangen. Ah, ne, ich hab ja meinen Grappling Hook. Quatsch. Lol, seit wann kommen Augen hier in die Höhle rein? Ich hab noch